Herzlich willkommen bei mir in meiner Küche, immer noch in der Erdbeerzeit. Heute möchte ich Ihnen zeigen, was Sie machen können, wenn Ihnen einfach mal Erdbeeren übrig bleiben oder wenn es eher so viel sind. Manchmal bleiben auch welche, die man vielleicht schon eingezuckert hat, übrig und ja, und es ist immer so. Dieses tolle Fruchtaroma, dieses vollreife Erdbeeraroma haben Sie nur noch in der rohgerührten Erdbeermarmelade drin oder in dem rohgerührten Fruchtaufstrich, denn lassen Sie sich überraschen. Wir haben einen Teil Erdbeeren, genauso gut einen Teil von dem Gelierzucker 1:1 und die werden nur gemeinsam aufgemixt. Also das kann Ihnen helfen, mal einen kleinen Rest wegzuverarbeiten und Sie werden erstaunt sein, wie dieser Aufstrich das Aroma hält, denn es wird ja nicht gekocht. Durch das lange Mixen, es wird also, wenn Sie einen Pfund Erdbeeren haben, einen Pfund Gelierzucker, dann wird es 10 Minuten gemixt, man lässt es 5 Minuten stehen. Und dann mixt man es anschließend nochmal 10 Minuten. Dadurch entsteht Reibungswärme und der Gelierzucker fängt an zu gelieren. Natürlich nicht so stark, als wenn Sie es 4 Minuten sprudeln kochen lassen, aber dafür haben Sie auch nicht die Geschmacksverluste, die Sie sonst beim Kochen haben. Probieren Sie mal aus. Vielleicht haben Sie ja einen Mixer zu Hause, mit dem das geht. Ich habe halt den Mixer auf die Küchenmaschine noch oben drauf. Geht auch mit jedem normalen Standmixer. Der einzige Nachteil ist, man kann das nicht konservieren. Das ist also nicht haltbar, weil es eben nicht gekocht hat. Aber Sie werden feststellen, in der Erdbeerzeit gibt es eigentlich keinen besseren Aufstrich früh auf Ihr Frühstückssemmel als so einen rohgerührten Erdbeeraufstrich. Ich gebe jetzt hier, ich habe den Mixer auf die Waage gestellt, gebe meine übrigen Erdbeeren rein, das sind 263 Gramm. Und es ist egal, ob Sie 300 übrig haben oder 500 oder 263. Wichtig ist bei 1:1, dass Sie genauso viel Zucker reingeben. Gleiche Menge. Dann gebe ich meinen Mixerdeckel drauf, setze den Mixer auf und lasse es 10 Minuten schlagen, dann 5 Minuten ruhen, nochmal 10 Minuten schlagen. Und dann fülle ich es anschließend gleich in die Schraubgläser ab. Und Sie werden staunen, wie das nur allein vom Mixen dann nachher dampft. Jetzt ist der Erdbeerfruchtaufstrich roh gewürzt fertig. Nochmal zur Erinnerung. 10 Minuten mixen, 5 Minuten ruhen lassen, nochmal 10 Minuten mixen. Und dann, so wie er jetzt aus dem Mixer kommt, wird er jetzt in ausgespülte Gläser umgefüllt. Und man sieht, es ist flüssiger als das, was man normalerweise als Fruchtaufstrich abfüllt. Und es ist auch nicht, wird auch nicht so fest werden wie ein normaler Erdbeerfruchtaufstrich. Aber schauen Sie allein mal die Farbe an. Und das Aroma können Sie sich vorstellen. Das ist in dieser wunderbaren Farbe viel besser erhalten, weil eben dieser Fruchtaufstrich nicht gekocht hat. Und immer frisch kochen und frisch aufmixen und frisch wegessen, so ist es am allerbesten. Guten Appetit und viel Freude beim Nachmachen.